Ich möchte Ihnen hier heute sagen, dass Open Source Software der Schlüssel ist, um die aktuelle Vertrauenskrise, die wir in der IT haben, zu lösen, und möchte erläutern, warum das so ist und dass Open Source gleichzeitig der Schlüssel dafür ist, was ja auch immer wieder gesagt wird und bemängelt wird, dass wir in Deutschland und in Europa keine wirklich starke IT-Branche haben, dass wir gerade mal SAP haben als ein Unternehmen, was wirklich auf Augenhöhe mit den anderen großen IT-Unternehmen auf der Welt unterwegs ist, und dann kommt ganz lange Zeit gar nichts und dann kommen viele deutlich kleinere Unternehmen, dass Open Source der Schlüssel dazu ist, das zu ändern, und dass wir als Open Source Business Alliance diejenigen sind, die, tut mir leid, dass das hier so ein bisschen durcheinander ist, die dazu da ist, den Erfolg derjenigen zu stärken, die dieses tun und die nach Open Source Prinzipien arbeiten, und dass die Open Source Business Alliance genau dazu in der Lage ist, diese mitzuhelfen, diese Vertrauenskrise zu überwinden und die IT-Wirtschaft zu stärken. Zu uns zunächst einmal. Ich frage mal in den Raum, wer von Ihnen ist jetzt über die IHK hierher gekommen und weiß gar nicht so recht, was die Open Source Business Alliance eigentlich ist? Das sind doch ein paar, wobei die meisten jetzt wissen, wer wir sind, aber ich habe also 3, 4 Slides jetzt einfach dazu da, was machen wir überhaupt? Also ich habe hier leider bis vorhin im Zug noch alles getestet, da ging es, jetzt ist die Reihenfolge eine andere, das bitte ich zu entschuldigen. Uns geht es darum, den Erfolg derjenigen zu stärken, die mit Open Source Software arbeiten. Da haben wir im Wesentlichen 3 Gruppen, das sind Anbieterunternehmen, Dienstleister, Hersteller von Software, die Open Source als ein wichtiges Prinzip für ihre Angebote verwenden. Das sind aber auch Anwenderorganisationen, die mit Open Source Software arbeiten. Und wir haben eine ganze Reihe Forschungsinstitutionen. Ich glaube, 21 verschiedene Forschungsinstitute, die Mitglieder bei uns sind. Wir bringen Anwender, Hersteller, Dienstleister und Wissenschaft zusammen. Wir sind nicht wie beispielsweise der Bitkom oder Voice einseitig auf die Vertretung der Interessen von Anbietern oder der Vertretung der Interessen von Anwendern ausgerichtete Organisation. Uns geht es darum, das Prinzip und die Vorteile von Open Source Software nach vorne zu stellen, damit weiterzukommen und damit in unseren Organisationen erfolgreich zu sein. Wir sind businessorientiert, wir sind im Wesentlichen Unternehmer und zu einem gewissen Teil Forscher, Unternehmer als Anwender oder als Anbieter. Uns kommt es darauf an, dass wir mit dem, was wir machen, auch wirtschaftlich erfolgreich sind und erfolgreich Unternehmen wachsen lassen können. Und da gibt es in unseren Reihen eine ganze Reihe sehr, sehr erfolgreicher Beispiele. Wir wollen deswegen die Wertschöpfung, die Geschäftsmodelle, die Möglichkeiten mit Open Source Software Geld zu verdienen verbessern. Wir wollen die Rahmenbedingungen verbessern. Das bedeutet auch politische Rahmenbedingungen. Das bedeutet, dass wir mit Menschen wie Ihnen sprechen und dass wir sehr dankbar dafür sind, dass Sie heute hier sind und den Dialog auch mit uns führen. Und es geht uns natürlich darum, dass wir Open Source selber auch technisch stärken, dass wir Interoperabilität zu anderen Software-Systemen stärken. Das sind unsere Ziele. Wir sind, das hatte ich schon gesagt, kein Anbieterverband, sondern uns geht es darum, mit diesem Thema erfolgreich zu sein. Wir tun das, indem wir Positionen entwickeln und verbreiten. Da haben wir in diesem Jahr eine ganze Menge auf die Reihe gestellt. Einiges davon liegt hier aus, einiges davon wird in den nächsten Wochen jetzt erscheinen. Ich möchte da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil eine Reihe dieser Sachen dann auch gleich noch Erwähnung finden wird. Wir machen Pressearbeit, wir machen Social-Media-Arbeit, wir versuchen Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen. Wir sprechen mit Politischen, mit Vertretern aus der Politik und aus der Verwaltung und sind da in eine ganze Reihe unterschiedlicher Dialoge eingetreten. Das ist dieses Thema. Genau, das ist der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Positionsbildung, den wir betreiben. Wir machen Marketing, wir sind
auf dieser Veranstaltung und auf einer ganzen Reihe weiteren Veranstaltungen sehr, sehr sichtbar. Wir haben mit der Deutschen Messe beispielsweise sehr intensiv zusammengearbeitet und machen das jetzt auch wieder für das Jahr 2014, um das Thema da sehr deutlich auch in den Vordergrund zu rücken. Da freue ich mich sehr, dass die Frau Gillig, wenn Sie mal einmal aufstehen mögen, hier von der Deutschen Messe hier auch da ist, die uns da also sehr gut im Dialog auch unterstützen und wir das Thema vorantreiben können. Wir machen den Open IT Summit im Zusammenhang mit dem Linux-Tag, den Open Source Day und eine Reihe weiterer Veranstaltungen. Wir bieten unseren Mitgliedern Marketingunterstützung. Das ist so der Bereich Marketing. Und dann arbeiten wir an konkreten technischen Lösungen, an Dingen, die uns wirklich in unserer täglichen Arbeit helfen oder den Anwendern unserer Software-Systeme. Beispielsweise haben wir eine Working Group, die es geschafft hat, all diejenigen oder nicht alle, man kann nicht alle, aber sehr viele derjenigen Vertreter von Organisationen, die mit OpenOffice oder LibreOffice arbeiten, zusammenzubringen und mal gemeinsam aufzuschreiben, welche Verbesserungen sie eigentlich benötigen, um die Interoperabilität zwischen LibreOffice, OpenOffice auf der einen Seite und Microsoft Office auf der anderen Seite zu verbessern und dann auch eine Finanzierung dafür auf die Beine zu stellen und das letztlich umzusetzen. Da gehen wir gerade nach einer erfolgreichen ersten Runde jetzt in die zweite Runde. Das Beispiel Deutsche Wolke hatten Sie mehrfach genannt, eine Working Group der Open Source Business Alliance, die im Bereich Cloud Computing sehr, sehr aktiv ist. Wir sind gerade dabei, Musterverträge entwickeln zu lassen, die es unseren Mitgliedsunternehmen ermöglicht, auf sehr, sehr einfache Art und Weise ihre Leistungen auch zu verkaufen. Nicht jeder muss Gewährleistung, Haftung, Severity Levels und so weiter wieder neu definieren. Es ist sehr viel einfacher, wenn wir hier irgendwann mal zu Standards kommen, die für alle akzeptabel sind und die dann auch vor allem für die Käufer unserer Produkte viel, viel einfacher verstehbar sind, weil sie nicht immer wieder neu verstanden werden müssen. Und schließlich machen wir Konzeption, Referenzimplementierung. Wir haben gerade gestern einen Referenzrahmen veröffentlicht zum Thema Softwareinfrastruktur, Cloud-Infrastruktur für den Education-Bereich. Ein ganz, ganz relevantes Thema, weil ich gehört habe, dass die Bundesregierung jetzt oder die Koalition, die neue sich bildende Koalition, jetzt gerade darüber diskutiert, allen Schülern ein Tablet zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll da eigentlich hinterstehen? Da können wir jetzt heute die Antwort liefern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag in dieser Diskussion. Unsere Organisation wächst. Wir haben seit dem letzten Open Source Day vor ziemlich genau einem Jahr eine ganze Menge neue Mitglieder gewonnen und nur ganz, ganz wenig Mitglieder, ich glaube 2 oder 3 verloren. Also wir wachsen wirklich deutlich. Unser Beitragsaufkommen wächst. Wir planen jetzt den Zusammenschluss mit der OSBF. Das heißt, wir werden in Zukunft, in naher Zukunft, ein Verein sein, der dann 300 Mitglieder vertritt, im Wesentlichen eben Unternehmen. Es gibt einige Gruppenmitglieder, andere Verbände und Vereine und einige wenige Einzelpersonen auch. Soweit zu uns. Ich möchte jetzt zu dem Thema IT in der Vertrauenskrise, unser Thema hier heute, kommen. Wir haben im Moment die Situation, dass alle Leute glauben, Datenströme werden systematisch mitgeschnitten und gespeichert. Es gibt jeden Tag neue Belege dafür, dass das passiert, dass das Realität ist, dass Software Hintertüren hat, dass wir uns gar nicht darauf verlassen können, wer eigentlich noch mit der Software arbeitet, die wir auf unserem Rechner oder in der Cloud installiert haben, wer noch Schnittstellen hat und Daten abrufen kann mit dieser Software, dass Verschlüsselungsmechanismen nicht sicher sind, dass wir uns gar nicht darauf verlassen können, ob HTTPS, wo wir immer gesagt haben, wenn
das Online-Banking mit HTTPS funktioniert, da ist das schon sicher. Also das kann man machen, das machen alle, das ist sicher. Jetzt gibt es Indikatoren dafür, dass das vielleicht doch nicht sicher ist, dass Leute diese Protokolle entschlüsseln können und mitlesen können. Warum ist das der Fall? Einmal haben wir natürlich das Thema Verhinderung von Kriminalität und Terrorismus. Ein hehres Ziel, vielleicht. Aufklärung aller Art. Regierungen und Dienste aller Länder wollen wissen, was Regierungen, Dienste, Unternehmen und Privatpersonen aller möglichen anderen Länder tun. Das ist schon ziemlich problematisch. Und dann, ganz klar, steht auch in allen Analysen und allen Papers drin, die wir dazu heute kennen und lesen, Wirtschafts- und Industriespionage. Diese Techniken werden gezielt genutzt, um einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen. Und ich glaube, das eigentlich Entsetzliche daran ist, dass sich das zum Teil wirklich in einem völlig rechtsfreien Raum bewegt und völlig abgekoppelt ist von jeder Form von Kontrolle, von jeder Form von Öffentlichkeit und von jeder Form von Rechtsprechung. Und das in sogenannten Rechtsstaaten, in Staaten, die die Demokratie mit erfunden haben. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, was kaum jemand, ich selber jedenfalls nicht, in dieser Dimension für möglich gehalten hat. Ich muss das leider jetzt hier vollständig so einblenden. Das ist schade, aber das ist jetzt nicht anders machbar. Was sind die Lösungsversuche? Der Bitkom, mit dem Sie auch zusammenarbeiten. Wir würden uns wünschen, dass Sie da auch mehr mit uns zusammenarbeiten. Darf ich mal so einwerfen. Der Bitkom hat jetzt ein Papier vor wenigen Tagen vorgelegt. Da geht es darum, das heißt Positionspapier zu Abhörmaßnahmen der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden, Datenschutz und Datensicherheit. Da stehen verschiedene Sachen drin, unter anderem, dass man schnell Aufklärung betreiben soll, was passiert überhaupt. Das ist sicherlich richtig und zwingend notwendig. Und die anderen Positionen sind, dass wir einmal auf internationaler Ebene uns gegen Spionage einigen sollen. Wir sollen also ein Abkommen machen international, wir spionieren nicht mehr. Wir sollen zweitens, das nochmal, das ist die nächste Forderung, eigentlich genau die gleiche Forderung. Innerhalb der EU ist es heute so, dass in den meisten Ländern die Geheimdienste der Länder, die deutschen Geheimdienste dürfen die deutschen Staatsbürger nicht überwachen, aber die französischen und die englischen. Und die englischen Geheimdienste und die französischen Geheimdienste dürfen die deutschen. Und die arbeiten ja alle eng zusammen. Und das ist hier, ich musste das Wort auch nachgucken, mit kollusivem Zusammenwirken. Das bedeutet Zusammenwirken zum Nachteil eines Dritten gemeint. Dass also, wenn jetzt der deutsche Geheimdienst etwas über seine Bürger wissen möchte, dann fragt er einfach den französischen Geheimdienst oder den englischen Geheimdienst. Und andersrum auch. Und wir haben ja gerade gestern wieder auch Hinweise dafür gehabt, dass das massiv passiert, dass massiv hier Daten erhoben werden vom deutschen Geheimdienst, die dann geliefert werden an den englischen Geheimdienst, an die NSA und an andere. Das kommt jetzt alles immer weiter ans Licht. Das bedeutet am Ende aber auch wieder, die Forderung ist, Spionage abschaffen. Und die dritte Forderung ist dann auch letztlich wieder dieselbe. Wir sollen irgendwie auf internationaler Ebene für angemessene nachrichtendienstliche Tätigkeiten eintreten, um elementare Grundrechte zu schützen und das Vertrauen wieder zu gewinnen. Das bedeutet doch auch nur, vielleicht nicht ein Abkommen zu machen, dass wir Spionage abschaffen wollen, aber dass wir ein Abkommen machen wollen, wann darfst du spionieren und wann darfst du nicht spionieren. Und meine These, und ich glaube, die These vieler hier im Raum ist, dass das Wesen und die Natur von Geheimdiensten darin besteht, im Geheimen zu operieren und sich nicht an die Rechtsprechung zu halten, die in den Ländern gilt, die beschattet werden.
Das ist so ähnlich, wie wenn wir Terrorismus verbieten würden. Wir könnten ja ein Abkommen machen, alle Länder, und könnten sagen, Terrorismus wollen wir nicht mehr. Dann brauchen wir auch keine Geheimdienste mehr, weil dann haben wir das Problem ja schon gelöst. Oder wir verbieten Angriffskriege. Wir machen ein Abkommen, dass es keine Angriffskriege mehr gibt, und dann brauchen wir keine Armeen mehr. Ich glaube, das greift viel zu kurz, und das ist keine Lösung, mit der das Vertrauen in die IT wiederhergestellt werden kann. Erfreulicherweise wird das von dem, was man jetzt aus der sich bildenden Bundesregierung hört, nicht ganz so gesehen, sondern dort gibt es schon andere Ansätze. Da haben wir einmal die Theorie, Bundesinnenminister Friedrich in der Bundestagsdebatte vor 2 Tagen, wir wollen auch mitspielen können. Wir brauchen jetzt auch einen starken Geheimdienst, wir brauchen eigene Technologien, wir müssen besser auf die IT-Unternehmen in Deutschland einwirken, wir müssen mitbekommen, was andere machen, wir brauchen Meldepflicht, wir müssen jetzt auch in diesem Playing Field irgendwie dabei sein und auch mal den Ball zurückkicken können. Und außerdem brauchen wir digitale Souveränität. Das liest sich dann in dem, was jetzt auf Heise gestern zu lesen war, als erste Entwürfe aus der Koalitionsvereinbarung so, dass wir hier eigene Technologieplattformen aufbauen müssen. Dass wir eigene Technik brauchen, eigene Produktlinien, eigene europäische Standards. Die wird dann schon niemand verstehen können. Da wird dann auch niemand drauf einwirken können. Da müssen wir hier die Technik im europäischen Verbund halten und dann können wir uns auch schützen. Das sind die beiden Positionen, und die dritte Position, die auch, und das ist natürlich sehr erfreulich, wenngleich sie lange nicht so weit geht, wie es notwendig wäre, sich hier wiederfindet, ist, dass in der Koalition, in den Entwürfen davon gesprochen wird, dass geschlossenen digitalen Ökosystemen jetzt offene Plattformen und Open-Source-Produkte entgegengesetzt werden sollen. Sie sollen in Betracht gezogen werden. Ich habe mit solchen Formulierungen wie in Betracht ziehen so meine Schwierigkeiten. Die hatten wir in der letzten Koalitionsvereinbarung auch schon. Passiert ist nicht viel. Das geht natürlich nicht weit genug, aber immerhin findet es sich dort wieder. Spannend finde ich aber das Thema eigene Technologieplattform. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit aus dem Kalten Krieg, wo also die eine Hälfte Europas und der Welt gesagt hat, wir haben einen bestimmten Fernsehstandard, der heißt SECAM, das war der Ostblock, habe ich heute gelernt, sind die Ersten, die einen Farbfernsehstandard entwickelt haben. Und dann ist aber in Westdeutschland Farbfernsehen mit einem anderen Standard, dem PAL-Standard, eingeführt worden. Und da hat man in Ostdeutschland und in der östlichen Hälfte der Welt gesagt, das machen wir nicht. Da können ja unsere Leute, da ging es also um andersrum abhören. Da ging es nicht, dass ein Staat den anderen Staat abhört, sondern dass die Leute mitkriegen, was in dem anderen Staat passiert. Da brauchen wir jetzt eine eigene Technologieplattform. Da wollen wir gezielt inkompatibel sein, damit man nicht mitkriegen kann, was die anderen machen. Und das ist natürlich hochproblematisch. Das widerspricht diametral dem Prinzip offener Standards. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Sie da jetzt also uns das Gegenteil präsentiert haben, dass Sie gesagt haben, das BMWI wenigstens steht für offene Standards und für Interoperabilität und positioniert sich auch gegen solche Abschottungsideen, die anderswo ja durchaus formuliert werden. Wir brauchen meiner Ansicht nach offene Standards, wir brauchen Interoperabilität, wir müssen mit der ganzen Welt kommunizieren können und auf der ganzen Welt erfolgreich sein können. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ich hier eine deutsche oder europäische Technologie etabliere, wer besitzt die dann überhaupt? Ein deutsches Unternehmen, ein europäisches Unternehmen? Was passiert, wenn dieses Unternehmen erworben wird von einem amerikanischen Unternehmen? Brauchen wir dann eine Zustimmungspflicht wie bei Rüstungsunternehmen? Dieses Unternehmen kann nicht gekauft werden, weil es für Europa wichtige IT-Plattformen besitzt. Das kann meiner Ansicht nach nicht sein. Es geistert die
Idee eines Informationstechnik-Airbus durch die Gegend. Lasst uns doch in Europa einen riesen IT-Konzern bauen, so wie wir das mit Airbus erfolgreich gemacht haben. Alles selber machen, dann kann keiner mehr zuhören. Elmar Gese und ich sind zusammen mit der Bahn hierher gefahren und haben analog zu Google das Eugel genannt. Wir wissen nicht genau, ob die Domain schon vergeben ist. Also wenn Sie Eugel gründen wollen, gucken Sie nach, schenke ich Ihnen. Können Sie benutzen. Ist vielleicht der Airbus der Zukunft. Das ist keine Lösung. Das ist Abschottung. Das führt nicht zu einer erfolgreichen und agilen IT-Wirtschaft. Der Schlüssel könnte schon eher das Thema digitale Souveränität sein. Denn was bedeutet Souveränität? Souveränität bedeutet Selbstständigkeit. Souveränität bedeutet, Herr über seine eigenen Entscheidungen sein zu können. Und das bedeutet, zu verstehen, IT den eigenen Bedürfnissen anpassen zu können und IT völlig unabhängig von den Interessen Dritter einsetzen zu können. Und das ist genau das, was Sie auch als Voraussetzung für Vertrauen formuliert haben. Kontrolle ausüben zu können, Möglichkeiten entscheiden zu können. Und das bedeutet, Technik und Wissen muss über Unternehmensgrenzen hinweg verfügbar sein. Da steht jetzt das Wort Open Source nicht drauf, aber genau das ist Open Source Software. Das sind genau die Grundrechte, die wir seit langem mit Open Source Software verbinden. Und das ist der Schlüssel deswegen, um diese Krise zu überwinden. Und da sind wir nicht alleine. Da sagen Leute wie Bruce Schneier, der ja wirklich als der Security-Papst schlechthin gilt, nur Open Source Software ist hier in der Lage, überhaupt Vertrauen wieder zu stiften. Und selbst ehemalige Microsoft-Mitarbeiter, die für das Thema Privacy mal verantwortlich gewesen sind, sagen, Open-Source-Software ist der einzige Weg, um hier vertrauensvolle IT betreiben zu können. Diese Souveränität verschafft uns Erfolg. Nur eine Wirtschaft, in der die besten Köpfe und die besten Ideen ständig im Wettbewerb miteinander stehen können, können erfolgreich sein. Das macht uns das Silicon Valley vor. Open Source Software ermöglicht das, weil es Eintrittsbarrieren senkt, weil es Wettbewerb fordert, weil einmal erworbenes Know-how wirklich unbegrenzt einsetzbar ist. Open Source Software ermöglicht aber auch skalierbares Wachstum und ist die Voraussetzung für frei skalierbares Wachstum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma Facebook oder eine Firma Amazon so schnell hätte wachsen können, wenn sie regelmäßig mit einer Firma Microsoft darüber hätte verhandeln müssen, ob sie den Internet Information Server jetzt für 1 Million weitere Benutzer lizenzieren kann und unter welchen Bedingungen das möglich ist. Und dann, wenn die Benutzerzahlen vielleicht mal runtergehen, wieder andersrum hier agieren müsste. Da ist Oracle wäre da genauso zu nennen oder jede Form von proprietärer Software. Diese Firmen sagen alle, Open Source ist Kernprinzip unserer Unternehmensstrategie. Wir setzen nur Open Source Software ein und diese Firmen machen es uns vor, dass mit Open Source Software wirklich Erfolg erlangt werden kann und mit Open Source Software in der ersten Liga der IT-Unternehmen gespielt werden kann. Was müssen wir als Gesellschaft deswegen tun und was ist von der nächsten Regierung zu fordern? Open Source Software fördern. Open Source Software muss in Ausschreibungen der öffentlichen Hand gefördert werden. Es muss begründete Ausnahmen, nicht Open Source Software einzusetzen, müssen begründet werden. Andere Länder, Großbritannien beispielsweise, machen uns das vor. Das geht in Europa, das ist überhaupt nichts Besonderes. Wir brauchen Förderprogramme. CIM beispielsweise könnte erweitert werden um spezielle Open-Source-Förderprogramme. Wir müssen es aber auch in die Köpfe der Unternehmen reinbekommen, wie mit Open-Source-Software Geld verdient werden kann. Und ich bin da sehr froh darüber, dass die OSBF
schon lange auch ein Coaching-Programm betreibt, wo sie diese Fähigkeiten auch vermittelt. Und ich glaube, dass das eine gute Erweiterung auch für unseren zukünftigen gemeinsamen Verein ist. Wir müssen uns strikt auf die Verwendung offener Standards einigen. Da sind wir, glaube ich, schon voll einer Meinung, habe ich so rausgehört. Wir brauchen Kompatibilität zu nicht offenen Standards, zu sogenannten Industriestandards. Und wir müssen in Schule und Hochschule IT-Kompetenz fördern. Wir brauchen keine Menschen, die lernen, ob sie das bunte oder das weniger bunte Icon anklicken müssen, wenn sie drucken wollen, sondern wir brauchen Menschen, die wirklich verstehen, mit was sie arbeiten. Das ist, glaube ich, auch Schlüssel. Wir als OSB Alliance sehen es als unsere Aufgabe an, diese Positionen weiterzuentwickeln, im Dialog dazu zu stehen, sie zu argumentieren, ihnen in ihrer täglichen Arbeit die Handreichung dazu zu geben. Wir haben gerade eine Handreichung von dem Herrn Böken, der hier sitzt. Herr Böken, wenn Sie einmal kurz, Rechtsanwalt Böken, zum Thema Prison, wo wir ganz konkret Unternehmen sagen, was bedeutet das eigentlich für mich? Was muss ich jetzt eigentlich tun? Das sehen wir als unsere Aufgabe hier an. Eine solche Position ist, dass wir Softwarepatente ablehnen, dass wir sagen, das wendet sich diametral gegen eine agile IT-Wirtschaft. Wir bilden gerade eine Taskforce Security, die sich diesen Sicherheitsthemen nochmal ganz pointiert zuwenden wird. Hier ist ein Thema, was da bei uns im Fokus ist, dass wir solche Open-Source-Produkte wie OpenSSL oder GNU-PG auch nochmal genau unter die Lupe nehmen wollen. Gerne mit Wissenschaftsinstituten, gerne auch mit dem BMWI und anderen zusammen, um sicherer zu sein zu können, dass diese Software wirklich sicher ist. Das Gute daran, dass es Open-Source ist, ist, wir können das tun. Der Weg steht uns offen. Wir müssen es aber auch tun. Das wollen wir machen. Wir machen Handreichungen, wir helfen der öffentlichen Hand mit EVB IT beispielsweise Open Source Software zu beschaffen. Diese Handreichungen sind praktisch fertig, werden in kurzer Zeit, in wenigen Wochen erscheinen. Den Referenzrahmen Bildung hatte ich schon genannt und wir treiben die technische Entwicklung voran. Wir wollen Marketing für das Thema machen. Alles ein bisschen durcheinander, Entschuldigung. Ich glaube, ich konnte Ihnen das jetzt zeigen, warum und wie wir hier die Open-Source-Wertschöpfungskette repräsentieren, warum Open-Source-Software der Schlüssel ist für sichere und vertrauensvolle IT und für eine agile Branche. Ich sehe, die Branche ist gewachsen seit letztem Jahr. Das finde ich total positiv. Trotzdem, machen Sie mit. Wir sind ein Verein. Wir leben von freiwilligem Engagement. Wir haben immer viel zu wenig davon. Immer viel zu wenig. Wir haben immer viel mehr Ideen, was wir machen müssten und was wir machen könnten. Und wir brauchen immer mehr Leute, die dabei sind. Deswegen, ich freue mich über jedes Mitglied. Und es ist völlig okay, Mitglied zu sein und einfach nur seinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Das hilft uns. Aber ich freue mich noch mehr über jedes Mitglied, das sich in einer unserer Working Groups engagiert, das sich in so einer Taskforce engagiert, das einfach mit uns gemeinsam diese zentralen Aufgaben, die bewältigt werden müssen, damit wir wirklich hier wieder Vertrauen und Agilität in die IT-Branche bringen, diese zentralen Aufgaben zu bewältigen. Und ich glaube, die Lösung ist nicht Spionage verbieten, sondern die Lösung ist, IT-Lösungen zu machen, die man wirklich nachvollziehen kann, kontrollieren kann, wo man reingucken kann und auf die man vertrauen kann. Vielen Dank.